Ja, manchmal braucht es mehrere Anläufe, bis man im Weltcup ganz vorne steht, aber jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er angekommen unter den allerbesten der Welt. Lukas Häppler aus der Schweiz gewinnt die Station hier in Salzburg, von Anfang an mit dabei. Salzburg, ein besonderes Turnier, aber für dich natürlich diesmal ganz besonders. Du darfst dich Sieger des Weltcup-Turniers nennen. Ja, wie geht's dir jetzt? Ich bin super erfreut, auch sonst wie die Saison angefangen hat, mit einem Sieg in Madrid und zweiten Platz in Paris. Konnte ich mir gar nicht erträumen und jetzt hier, ist einfach unglaublich und super schönes Turnier und ich freue mich jedes Mal wieder hierhin zurückzukommen, auch wenn es manchmal mehrere Anläufe braucht, um erfolgreich zu sein. Sieg in Madrid, zweiter in Paris, Sieg in Salzburg, jetzt kommen Mechelen, jetzt kommen zwei Turniere dann noch in Deutschland mit dem Finale. Man darf natürlich nichts verschreien und du wirst das natürlich jetzt in Abrede stellen, aber denkt man jetzt schon so an den Gesamtweltcup? Ja, das werde ich jetzt noch nicht verschreien, denn es sind sehr starke Konkurrenten dieses Jahr, der Weltcup sehr gut besetzt, Yannis Trevel, amtierender Europameister und Daniel Kaiser, amtierender Weltcup-Sieger, also die Konkurrenz wird hart und es wird sicher ein sehr schwieriger und noch sehr weiter Weg, von daher jetzt erstmal kurze Weihnachtspause und dann Leipzig nochmal Vollgas. Wenn du das ansprichst und wenn wir auf die Startlisten schauen, fällt ja auch auf, dass hier immer wieder auch die Schweizer Longenführer und Pferde für andere Nationen an den Start gehen. Ich glaube, das ist etwas, was man auch den Leuten mal übers Voltigieren ein bisschen auch erzählen kann. Natürlich, da drinnen im Zirkel seid ihr Konkurrenz, aber neben dem Zirkel sofort wieder Freunde und vor allem auch irgendwie eine große Solidarität im gesamten Sport, nicht wahr? Ich denke, das ist etwas von dem, was den Sport am meisten ausmacht, dass wirklich, wie gesagt, im Zirkel ist man Konkurrent, aber sobald man draußen ist, hilft man einander und ist auch natürlich speziell, dass die Pferde zur Verfügung gestellt werden, den anderen quasi dem härtesten Konkurrenten würde man sein Pferd zur Verfügung stellen und dann in Kauf nehmen, dass man vielleicht von ihm geschlagen wird. Und das ist, denke ich, etwas sehr Spezielles, aber doch auch sehr Schönes. Hin und wieder kann es ja sein, dass man ein Ersatzpferd braucht. Auch du hättest dich auf diese Eventualität hier in Salzburg vorbereitet. Du hast ein anderes Pferd ausprobiert. Das kann man auf YouTube auch anschauen. Vielleicht gehen wir auf deine Facebook-Seite. Der war aber ein bisschen ein kleinerer, ne? Ja, wobei ich eigentlich mich wohl auf größeren Pferden fühle, aber man muss ja flexibel bleiben. Von daher, ein Training kann ja nicht schaden. Da ist man gerüstet für alle Fälle. Also Voltigierer verstehen auch jede Menge Spaß. Sollten Sie jetzt nicht ganz verstehen, worum es gegangen ist, ich lade Sie ein, gehen Sie auf die Facebook-Seite von dir oder auch von Isabel Fierler, die hier auch an den Start gegangen ist. Das war nämlich ihr Nachwuchspferd, so ein richtig schönes Pony. Dir herzlichen Glückwunsch, Gratulation, toi 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 für den weiteren Weltcup. Ja. Das war's hier aus Salzburg von dem Mephisto Amadeus Horse Indoors und dem FEI World Cup Vaulting.